Moment. Ich muss ein bisschen den Versatz mitziehen, dass bis das bei dem Zuschauer angekommen ist, dass er offline ist und sowas. Das ja. Ja, klar. Ja, sieht gut aus. Ja, ich wollte gerade sagen. Okay, der Text oben stimmt aber nicht ganz. Rice ist nicht mehr dabei. Ach ja, stimmt. Okay, ja. Die Shadow Man Stage in Sepia wird ein Graus werden, wenn das wirklich gemacht wird. Was? Shadow Man Stage? Ja, wegen Mega Man 2.5D. Ach so, ah, okay. Ich spiele gerade in Sepia, um zu testen, ob das möglich ist für mich auch, den Speedrun. Bist du da schon? Nee, das ist noch die KI. Das ist noch die KI. Ich hab's schon. Ich hab gerade noch die Beschreibung da oben geändert. So. Ach so, ah. Okay. Ich starte. Ja, dann wünsche ich dir schon mal. 2. Erfolg. 1. Okay. So, mal schauen. Und wie gesagt, zur Not einfach ein bisschen langsamer und gemächlicher, weil. Ja, ich bin sowieso schon langsam und gemächlich gerade. Ja, gut. Ah, du rollst ein bisschen viel. Ich hab's verkackt. Ah, den Sprung am Anfang bestimmt, ne? Ja. Ja. Nee. Der geht doch. Ach doch. Ah, ja, ich seh's gerade. Wow. Ja, jetzt einfach nochmal raufdrücken. Auf den Timer. Also insgesamt zweimal, dann ist er wieder komplett resettet. Jetzt wird nämlich noch die Endzeit angezeigt. Ja, das ist jetzt aber ihre PB-Zeit. Sie müsste den resetten. Ach so. Ja gut, okay. Das kannst du notfalls später noch manuell ändern. Da setze ich das Problem. Ich will nicht mehr. Erster Gegner? Ja, erster ja. Gegner. Good job, Yugi. Ach nee, good luck. GL soll das sein. Steuerung und Tab ist übrigens resetten. Ganz nebenbei. Ich hab's auf den Controller gesetzt bei mir. Nee, den Emulator meine ich. Achso. Ich dachte jetzt, du meinst. Wenigstens hier. Ja, ich weiß schon, du meinst den Live-Split. Genau. Das war wieder zu früh. Okay. Ah ja. Ich sehe es schon, ja, beziehungsweise ich habe es schon geahnt eben. Naja, gut, aber es ist noch ein gutes Level auf jeden Fall. Also nicht perfekt natürlich, aber fürs erste Mal. Also das erste Mal so richtig mit Timer ist es schon okay, denke ich mal. Mit Timer ist auch gleich ein anderes Gefühl, ne? Setzt ein bisschen mehr unter Druck, glaube ich, ne? Ja, das setzt auch so schon unter Druck. Vor allem, weil ich verkacke einfach gerade nur. Ja, ach, ist doch nicht schlimm. Je mehr das ist schlimm. Ach, je mehr du verkackst, umso mehr kannst du dich beim nächsten Mal steigern. Ich renn gerade gegen eine Sprungfeder. Okay. Oh. Ja, ich seh's grad. Du wolltest den Skip machen. Nein, ich wollte den Skip nicht machen. Ich spiel doch nicht All Emeralds. Oh, der Rest des Levels. Ja, im Moment ist noch nicht ganz vorbei, aber. Sah schon mal gut aus, der Rest des Levels. So, ja, doch. Hm? Guck mal, du bist jetzt 8 Sekunden langsamer gewesen als ich in dem Level. Das ist nicht viel. Doch, das ist sehr viel in Sonic. Nö. Also, wie gesagt, das erste Mal spielen. Also, nein, spielen ja nicht, aber. Das erste Mal richtig Speedrun. Ist ja schon okay. Nein! Den ersten Sprung schon verkackt. Okay. Ja gut, dann war das halt, triffst ihn da halt so oft wie möglich und dann musst du wahrscheinlich eh warten, bis er auf der anderen Seite runterkommt. Und dann triffst ihn da halt. Nee, du standest falsch, du musst rechts von dieser Palme stehen, nicht links. Ist egal, ich hab's trotzdem verkackt. Ich glaube, das Bild ist auf der rechten Seite ein bisschen zu doll abgeschnitten. Stört jetzt zwar nicht so großartig, aber beim Robotnik-Kampf hat man es eben so ein bisschen gesehen. Ja. Ne, also. Das ist nicht richtig eingestellt. Ja. Ist ja auch nicht schlimm.
Tretam. Hi, Open World. Okay. Darf ich bitte aufhören? Nein. Achso, du wolltest das eben probieren, ne? Mach's lieber erstmal nicht. Wie gesagt, das ist halt so ein Trick, den kannst du dann später noch... Darf ich bitte aufhören? Nein. Guck mal, die glauben alle an dich im Chat. Ich sehe den Chat nur nicht. Ja, da sind ganz viele liebe Worte. Ich hab wieder... Ach, Übung macht den meisten. Oh. Schreibt Faktor an gerade. Der feuert dich an. Open World schreibt go, go, go. Rice schreibt nein, darfst du nicht. Also aufhören. Sei still, Rice, du bist weggegangen. Du hast sie im Stich gelassen. Achso, nein, ich muss ja hier bleiben. Achso, ja. Übrigens immer schön an den Ringen orientieren, also die beiden Ringe in der Mitte, das sind die... Okay, das sind die, an denen du dich orientieren kannst. Ja, ich hab's gerade gesehen. We believe in dich, Yuki. Ich believe nur nicht in mich. Und der Timer funktioniert nicht. Wieso geht der Timer nicht? Guck mal in die Settings rein. Es kann sein, dass das Global Hotkeys wieder rausgegangen ist. Und hallo, Knilz. Hi. Nee? Ach so, ja, du, ich glaube, ich weiß, woran es lag. Wenn du einmal raufdrückst, also wenn, nachdem du den gestartet hast und einmal raufdrückst, dann stoppt er halt erstmal und dann musst du nochmal raufdrücken, damit er wieder bei Null ist. Das ist am Anfang ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber... Der reagiert gerade gar nicht mehr. Dann ist er vielleicht abgestürzt. Das kann mal passieren. Das ist auch nur Technik. Warum muss ausgerechnet das abstürzen, wo ich den Ordner jetzt gerade nicht offen habe? Panik. Ja, hi Möb. Ich komm nicht in meinen verdammten anderen Bildschirm. Och, ich will nicht mehr. Jetzt der Live-Split, da ist der Live-Split. Nicht in Panik versetzen lassen. Ja. Wieso habe ich hier jetzt ein Final Fantasy 9-Ding drin? Keine Ahnung. Hä? Was, Splits oder was? Ja! Du fragst mich Sachen? Vielleicht hast du die Option noch offen? Moment, einfach Rechtsklick reinmachen und dann auf Open Splits gehen. Beziehungsweise Delete Splits, glaube ich, heißt das. Du hast ja gar keine anderen Splits. Du benutzt ja keine anderen. Komm gerade ins Stream, erste Worte, die ich höre. Ich will nicht mehr. Ja, ich bin halt verzweifelt. Es tut mir leid. Okay, jetzt raus. Ah, der Mauszeiger ist cool. Ja, das ist so ein Kingdom-Key. Ja, ja. Ein Schlüsselschwert. Genau. So. Oh, Sonic wartet auch schon ganz ungeduldig. So, jetzt hat sich der Fusion wieder aufgehangen. Yay! Ernsthaft? Ja. Wow, ich sehe es gerade. Oh Gott. Okay, technische Probleme. Die von Ihnen genannten Probleme sind uns bekannt. Wir bitten um Entschuldigung. Genau. Oh, Kingdom Hearts Hintergrund. Also hätte ich das gedacht. Ja, wenn du es nicht besser wüsste, würde ich ja sagen, du bist ein bisschen Kingdom Hearts Fan. Nein. Ich glaube, Yuki ist auch einen halben Tod gestorben, als sie gesehen hat wie heißt das? Nicht Toy Story, was? Toy Story Welt. Sag mir jetzt bitte nicht, du hast das Reaction-Video gesehen. Nö. Sag mir bitte nicht, du hast die Reaction live gesehen. Auch nicht?
Ich kann es mir nur denken, dass du einen halben Tod gestorben bist, also für Freude. Oh Gott. Ich habe kein Reaction-Video auf YouTube, nein, nein. Toy Story World? Ja. Ja. Toy Story ist für Kingdom Hearts 3 bestätigt. Ich glaube, was war noch bestätigt? Baymax bis jetzt, ne? Baymax ist bestätigt, Rapunzel ist bestätigt und, nee, nicht Dornröschen, Rapunzel. Meine ich ja. Und, Herkules ist natürlich bestätigt. Ja, Herkules ist klar. Und sind bisher alle. Mehr wissen wir noch nicht. Es wird auch wieder eine Final Fantasy-Like-Game geben, also wo die Final Fantasy-Charaktere halt ein bisschen zusammengehen, so wie hier Trevor's Town und sowas halt, weißt du? Ragnoran, aber du kannst doch kein Video suchen, das gar nicht existiert. Geht doch gar nicht. Es geht doch nicht. Es geht doch nicht. Gut, woher war das nochmal? Weiß ich also in welchem Zusammenhang? Aber du kennst es genauso wie ich anscheinend. Oh, ach, der Run geht schon wieder los. Cool. Nein, nein, das täuscht, das täuscht. Irgendwie spielt die KI heute besonders schlecht. Nein. Besonders gut meine ich natürlich. Ich finde alles. Ragnoran geht ins Dark Web. Ragnoran ist Edward Snowden. Aber du hast da echt ein Reaction-Video zu gemacht? Das war der Abend, wo, ich weiß gar nicht mehr, genau. Das war dieser Disney-Vorstellung wahrscheinlich, ne? Genau. Und vor ein paar Tagen war das. Genau, und da war ich ja noch irgendwie weg gewesen kurz. Oh, das war in, aus irgendeinem Stream und hab das noch. Ich weiß nicht, ich hatte irgendwem noch geschrieben, irgendwas lief hier. Das hatte ich noch geguckt gehabt und dann habe ich noch geschrieben, okay, ich bin jetzt mal kurz weg wegen Disney-Konferenz. Und war dann später wieder da. Hast es bereut. Bei Taitai war das, genau. Bei Taitai im Stream war das, bei SM64. Übrigens, so ganz nebenbei, Level 1 warst du eine Sekunde langsamer als ich. Level 2 bist du jetzt ja, fast genauso gut wie ich. Also du bist jetzt wirklich nur ganz knapp über meiner persönlichen Bestzeit. Nicht unter Druck setzen lassen! Nee, ich setze nicht unter Druck. Ich wollte es nur erwähnt haben. Also, die ersten beiden... Können wir bitte weiter über Kingdom Hearts reden? Danke. Okay. Was wünschst du dir denn? Vielleicht noch so ein Marvel-Universum? Marvel-Universum, da fände ich das eigentlich ganz cool, wenn sie da die Waffen von den Avengers für die Charaktere freischalten würden. Und oder halt. Könnten ja noch Star Wars reinpacken, können sie auch. Oh Gott, stimmt. Star Wars ist ja jetzt Disney. Disney. Also ja. Prinzessin Leia ist jetzt offiziell eine Disney-Prinzessin, ne? Ja, ja. Es ist bei Star Wars, ja, es gehört sozusagen jetzt zu Disney Lucasfilms, aber ich bin mir ehrlich gesagt unsicher, ob sie das riskieren wollen. Übrigens, du hast Robotnik tatsächlich in den Lufteimer getroffen eben. Wenn auch zum Ende hin erst, aber nicht schlecht. Ist halt auch nicht so einfach. Dafür bin ich jetzt aber auch gleich gestorben. Bridge. Oh, okay. Ja. Wie gesagt, notfalls in der Bridge halt ein bisschen langsamer angehen. Ja, bevor du halt Game Over bist. Lieber erstmal eine schlechtere PB aufstellen, als gar keine. Das ist halt teilweise wirklich einfach ein bisschen auswendig lernen, das Ganze. Es ist immer auswendig lernen. Ja, ja, klar. Weil es ist im Großen und Ganzen einfach eine Übungssache. Ja, das sah gut aus eben, mit dem Gewicht. Oh, da springen. Oh, wow. Wow. Das war knapp. Ja, es war präzise. Oh, ja, ich habe auch gerade einen Fehler gemacht. Okay. Achso, oh ja, ich sehe es gerade. Bei dem Gewicht meinst du, ne? Ja. Nein, ich habe 58 Ringe. Ja. Ja, gut, dann gibt's halt mal ein Bonuslevel. Oh, da läuft es einmal gut. Fuck, ja, Bonuslevel hier. Das erste, das geht eigentlich noch relativ schnell, wenn man halt weiß, wie man da durch muss.
kostet trotzdem einfach unnötig viel Zeit. Ja, ja, klar. Oh, wow. Das Ende sah aber gut aus von dem Bonuslevel. Bonuslevel. Among, do you even remember what the bonus level were? As a speedrunner, you don't see them that often. Und hier in dem Autoscroller, ja, überhaupt nicht unter Druck setzen lassen. Mit Contenance, das Ganze. Aber jetzt hast du... Moment. Ach nee, du hast das oben ja gar nicht eingesammelt. Hättest vielleicht mal, wenn du schon im Bonuslevel bist, halt das Continue einsammeln sollen. Das war ein bisschen früh eben, aber... Vom Prinzip her war schon richtig, was du da gemacht hast mit den Blüten. Bisschen früh losgesprungen. Ist aber halt auch so eine Sache, dass da braucht man einfach das Gefühl für. Woo! Never happened before. Nein! Oh. Oh. Dieses Gequietsche. Ja, ja. Ah ja, ich hab's gerade gesehen. Und das meine ich. Das passiert mir immer, wenn ich hochgucke. Und ich weiß nicht warum. Aber gut, dann mach's halt notfalls nicht mit dem Hochgucken. Dann, aber dann halt wird ein paar es ja noch drauf. Schlechter. Ja gut, aber dann stirbst du halt nicht. Was kostet mehr Zeit, der Lag oder der Tod? Beides. Beides kostet zu viel Zeit. Genau. Sieht immer noch gut aus. Das Level. Aber mal abgesehen jetzt von dem einen Tod. Frei, bitte. Frei? Oh, bist du gerade nochmal gestorben? Ja. Oh. Ach ja, ich sehe es gerade. Ja, deswegen bleibe ich da immer auf der Brücke erst stehen, bis der Gegner halt auftaucht. Beziehungsweise ja, mittlerweile ich nicht mehr. Ich habe vergessen, dass das wieder kommt. Und in dem Moment, wo es mir eingefallen ist, war ich tot. Das sind halt solche Sachen, ja, das ist halt einfach erfahrungswert. Wie kann man beim Autoscooler sterben? Oh, das kann ganz gut klappen hier. Man sieht es ja so. Wenn da so ein Gegner ungünstig kommt, also gerade wenn man halt nicht mehr weiß, dass da ein Gegner ist, so wie es Yuki ja eben ging, dann kann sowas halt durchaus mal passieren. Ah, wie gesagt, ich habe mich am Anfang jetzt auch nicht wirklich besser angestellt und ja, ich spiele das Spiel halt. Ich glaube sogar noch ein bisschen länger als du. Genau, notfalls einfach so machen bei der Brücke. Ich habe es übrigens schon mal geschafft, neben das Leben zu springen. Nur mal so als Hinweis, ja. Okay. Na gut, passiert. Ich meine, ich hab's halt schon ein paar Mal geschafft. Also wir werden wahrscheinlich sowieso gleich noch eine Bonus-Stage sehen. Ja, notfalls kannst du dich am Ende von einem Fisch noch treffen lassen. Also auf diesen Brücken da. Ja, dann sterbe ich aber wieder. Moment, hier kommt ja gar keine Brücke mehr mit Fischen. Ja, dann würde ich tatsächlich diesmal das Continue mit einsammeln. Dann. Da hast du halt noch mal ein paar Leben mehr, im Endeffekt. Ist ja auch nicht verkehrt. Oh! Oder schaffst du es noch? Ja! Ja, ich wollte gerade sagen, die Ringe reichen, glaube ich, noch, ne? Aber gerade so. Oh. Wow. No bonus level. Hm. It's Batman. Tonic! Master System, all bonus level. Was brüllt denn mal so? Ich brüll doch gar nicht. Ich hab nur unglaublich vergaren. Nee, das ist bei dir tatsächlich immer, wenn du anfängst zu reden. Dann. Ja, ich wollte gerade sagen, immer das Reden noch. Wenn du anfängst zu reden, das ist immer so komisch laut bei dir. Keine Ahnung. Was? Weiß halt nicht warum. Ah ja. Das ist halt das Blöde bei dem Boss. Hallo Killer Klausi.
kommen bei, Du siehst das gerade nicht, aber mein Auge fängt langsam an zu zucken, Veni. Ich kann's mir gut vorstellen. Ich kenne das Gefühl, gerade bei dem Boss. 3 HC Bode. HC Road. Weiß. Hallo, auf jeden Fall. Wenn man wirklich auf Nummer sicher gehen will. Oh wow, das war sehr knapp, der letzte Treffer. Ja, ja gut, es war sehr präzise. Du hast es ja geschafft. So, und, sehr präzise mit 2 weiteren Toten. Genau. Wenn du mal einen Vergleich haben willst, du hast jetzt quasi einen Level Rückstand zu meiner BB. Danke. Ja, ja, ich wollte es mal erwähnt haben. Ja, der Alkohol steht neben mir. Das Frustsaufen kann losgehen hinterher. Ja, wieso hinterher? Achso, ach, oh Gott, okay. Ich wollte gerade sagen, oder das Anstoßen. Nee, neue, Anstoßen neue, definitiv nicht. Wenn du eine neue PP aufstellst. So. Das war gerade der blödeste Zeitpunkt, sowas zu sagen. Weil genau in dem Moment bist du bei mir jetzt gerade gestorben. Ey, das sah aber professionell aus für den Gegner. Da erlebe ich, dass er nach oben gefallen ist. Ja, ich wollte gerade sagen, geh mal lieber den oberen Weg. Okay, wow. Da hatte ich eben ein bisschen Angst, dass du in den Abgrund fällst beim ersten Wasserfall. Sonic ist auch ein klassisches Spiel. Ich immer im Kaufhaus spiele. Achso, nee, ich glaube, das Müssen bezieht sich darauf, dass er es halt nur im Kaufhaus spielen konnte. Vermute ich jetzt einfach mal. Ich ahne es. Ja, oh, direkt vor dem Container, ne? Ja. Ach Mann. Aber Übung macht den Meister. Und notfalls kannst du ja bei Gelegenheit, wenn du es halt ein bisschen besser kennenlernen willst, zumindest das Spiel, kannst du ja immer mal, weiß ich, privat, privat das einfach durchspielen, lässt den Timer komplett weg und so. Oder kannst ihn trotzdem mal laufen lassen. Dann siehst du halt, weiß ich, dann steht er halt eine Stunde nachher auf dem Timer, aber ist ja egal. Hauptsache geschafft. Ich habe jetzt Suizid begangen. Oh, wow, das war knapp eben. Hast du Suizid begangen? Ja. Oh. Darf ich jetzt aufhören? Du darfst natürlich, klar. Jawohl, nee, Moment, der Chat muss das entscheiden. Hi, Silberfliege. Beziehungsweise willkommen zurück. Ich glaube, du warst vorhin schon mal da, ne? Und hi, Vegeta übrigens auch. Yuki zockt wieder. Nee, das bin ich. Ich hab heute halt nicht so einen guten Tag. Shirako schreibt weitermachen. Okay, dann weitermachen. Nein, im Endeffekt ist es ja deine Entscheidung. Es müsste ja auch Spaß machen. Aber der Chat will scheinbar, dass du wirklich weitermachst. Ah, und ich sehe es auch gerade, du machst weiter. Okay. Wenn alle Stricke reißen, kann ich ja schon mal an der Stelle sagen, mache ich halt einen All-Chaos-Emerald-Run beim ZFF und du halt einen Any%-Run. Ich glaube nicht, dass das durchgehen würde. Zumal ich ja immer noch einen Run brauche, den ich überhaupt submitten kann. Ja gut, davon mal abgesehen. Aber setz dich dann nicht unter Druck oder so. Nee. Wenn du bis dahin der Meinung bist, dass du gut genug bist, dann ja, machen wir halt einen Race, ansonsten nicht. Oder ansonsten können wir es natürlich trotzdem machen, aber... Ja, dann spreng ich das Estimate um eine Stunde und Sif bringt mich nach dem ZFM um. Wahrscheinlich, ja. Aber dann kannst du sagen, du hast den Run beim ZFM gezeigt.
die Sprungfeder zu treffen. Entschuldigung. Oh, aber du bist bei unter 50 Ringen. 45. Immerhin. I always say Jungle is the hardest level in Speedrun. Oh yeah. A Jungle and a Skybase Act 1. I hate Skybase Act 1. As seen in my last run. A few minutes ago. Oh, well, half an hour ago. Macht Yuki jetzt jeden Donnerstag PB-Run? Jeden Tag? Jede Stunde, jede Minute, immer. Ah nee, ich glaube, dann hätte sogar ich die Schnauze voll von Sonic, wenn ich das machen würde. Selbst im Traum übt sie's. Genau. 5, 6. Ah, schade. Tot. Ja, ich hab's gesehen. Aber da hättest du einfach nur rollen müssen auf dem Boden. Sah an sich schon gut aus. Wie gesagt, notfalls halt ihn auf der linken Seite nicht ganz so oft treffen und dann aber sicher spielen. Verbessern kannst du später immer noch, wenn du dann halt so ein bisschen Routine in dem Run hast. Ich mach gleich einen Rage Quit. Oh, ich seh's gerade wieder. Nächster Versuch. Gut, dein Controller, das klingt auch nicht mehr gesund. Meiner? PS4-Controller. Ach so, ja, stimmt. Oh, da sind die Tasten ja. Die klackern da ja so komisch, ne? Ich mag tatsächlich den also allgemein die PlayStation-Controller nicht mehr. Aber es liegt wahrscheinlich daran, dass ich so große Hände habe. Der ist halt. Ja, das klingt jetzt böser, als es gemeint ist, aber der ist eher für Kinderhände geeignet. Ja, perfekt für meine Finger. Weiß ich nicht. Aber gut möglich, ja. Und guck mal, Dominik schreibt, ach Yuki, du schaffst das. Kräuterblitz schreibt, du machst das super. Ragnoran schreibt, Yuki, wir glauben an dich. Ihr wollt mich doch alle bloß failen sehen. Nein. Wahrscheinlich. Ah, da hat man übrigens mal diese Animation gesehen. Deswegen sollte man da halt immer springen. Also das war jetzt kein Vorwurf an dich. Yuki, aber wir lieben dich. Was soll das heißen, wenn ihr wisst? Was soll das heißen? Kinderhände haben keine kleinen Hände, ja, okay. Nee, also find ich zumindest. Also ich komme mit dem PlayStation-Controller nicht klar, aber früher kam ich wunderbar mit dem klar. Ich komme seit ich den PS4-Controller regelmäßig benutze, komme ich mit dem PS3-Controller nicht mehr klar. Das ist ganz schlimm. Womit ich, ja. Wo ich ein bisschen fand, oder einige fanden, dass es komisch war, war der angeblich der Dreamcast-Controller. Ja, der ist halt durch die Größe ein bisschen ungewöhnlich, aber das ist halt auch wieder, ja, Gewöhnungssache. Genau wie der Gamecube-Controller, der ist ja im ersten Moment auch sehr ungewöhnlich. Also muss man sich halt auch ein bisschen dran gewöhnen, aber der Gamecube-Controller ist für mich auch nach wie vor der beste Controller überhaupt. Ist er für mich auch, aber ich komme mit ihm nicht klar. Okay. Ich komme mit dem Handling von dem Gamecube-Controller nicht klar. Das ist auch ein Grund, weswegen ich die Übung für Zelda Twilight Princess irgendwann abgebrochen habe. Ah, okay. Okay, aber Dominik schreibt gerade, er hat große Hände und kommt mit dem PS4-Controller. Ja, klar, ist wahrscheinlich gemeint, ne? Ja, gut. Kommst du vielleicht doch klar? Also ich persönlich komme damit nicht so wirklich klar. Also es ist nicht so, dass ich jetzt überhaupt nicht mit dem spielen kann, aber ja, andere Controller, also der Xbox-Controller zum Beispiel, ist für mich tatsächlich auch nach dem GameCube-Controller der beste. Der Xbox One-Controller, muss ich dazu sagen, weil der Steuerkreuz dann ein bisschen besser ist. Aber da ist allgemein das Steuerkreuz. Also bei allen Xbox-Controllern war das Steuerkreuz immer ein bisschen schlecht. Ansonsten ist der auch sehr gut. Aber ein Controller, mit dem ich nicht mehr so wirklich gut klarkomme, ist der. Okay, gut. Wow. Ist der Master System Controller. Der vom ersten? Der Master System 1.
Ach, obwohl, nee, da gab es ja zwei verschiedene in dem Sinne. Hm. Nee, du hast das eben gut gemacht mit dem, mit der Brücke da. Dafür habe ich die Fliegeplattform nicht gekriegt. Plattform, ja. Hm. Ja, da muss man halt wirklich laufen und wenn es dann die Brücke wieder hochgeht und wenn die wieder ansteigt, dann einfach springen. Dann hast du genau die richtige Geschwindigkeit dafür. Nein! Kann ich hier bitte mal ohne Tod durchkommen? Danke! Ah, oh, ja, ich hab's gesehen. Reagier doch mal! Arme Yuki. Die Empfindlichkeit der Trigger beim PlayStation-Pad. Das weiß ich gar nicht mehr. Stimmt, aber beim PS4-Controller waren die, glaube ich, tatsächlich sehr empfindlich. Ich bin da irgendwie... war das beim PS3-Controller noch oder beim PS4? Ich weiß es jetzt gar nicht mehr, aber an irgendeinem von beiden, da bin ich mit den Fingern irgendwie immer an den Triggern hängen geblieben. So ein bisschen. Also nicht immer, aber ab und zu mal. Save Yuki. Genau, ging halt vorher um Save the Animals oder Kill the Animals. Save Yuki. So, Autoscroller, ja. Solange du jetzt hier nicht stirbst, wirst du hier jetzt nicht wirklich Zeit verlieren. Gibt es zur Eva eigentlich einen Sonic Run? Nein. Schade. Sonst hätte ich den kommentiert. Ich muss aber selber ganz kurz überlegen. Ansonsten hätte ich irgendwoher 5 Euro zusammengekratzt. Nur um die damit Save the Yuki zu donaten. Oh, oh. Stimmt. Hat jemand Salz bestellt? Oh. Hey! So schlimm ist es ja noch nicht, glaube ich, ne? Du regst dich halt ein bisschen auf, aber ich kann es verstehen. Ich könnte manchmal bei einigen meiner Runs... Vorsicht, stehen wir kurz. Ja, ist eh schon zu spät dann, im Zweifelsfall. Ja, aber das mit den Brückensegmenten, das kriegst du jetzt ganz gut hin. Moment, ja, jetzt bist du rüber, okay. Jetzt vielleicht erst sagen sollen, dass du wirklich drüben warst. Was wollte ich jetzt sagen? Achso, ich bin schon wieder bei 51 Ringen, ey. Achso, es ist ja der Autoscroller. Ja, ja. Das ist der Autoscroller. Also ich versuche immer bei diesem Ringcontainer, der da ziemlich zum Ende kommt, da immer so bei ca. 80 Ringen zu sein. Oh, okay, bei dir ist es jetzt sehr knapp. Oh. Ja, ich richte mich schon mal wieder auf ein Bonuslevel ein. Ja, gut möglich. Vielleicht solltest du hier tatsächlich versuchen, auch möglichst wenig Ringe einzusammeln erstmal. Ja, das wird ein Bonuslevel. Ja, ja, definitiv. Also 21 Ringe auf der Brücke, das ist... So viele sind da definitiv nicht. Aber ich habe 1,59. Oh, immerhin. Das schaffe ich halt auch nur selten. Nee, wie hast du damals einen Gameboy gehalten? Also an mich gerichtet jetzt. Ganz normal. Ich weiß es gar nicht mehr. This game is evil. Can break your heart. Oh ja. Dominik kommt beim Xbox-Controller mit der Stick-Konstellation nicht klar, okay. Ach so, ja, weil bei der PlayStation die beiden Analog-Sticks ja unten sind und das Steuerkreuz dann halt oben links. Und beim Xbox-Controller dann halt ja, der linke Stick und das Analog-Pad, die sind ja vertauscht. Ja gut, aber ich glaube, da kam mir halt zugute, dass ich halt sehr viel Gamecube-Spiele gespielt habe und beim Gamecube ist der Analogstick ja auch ja, ähnlich wie beim Xbox-Controller halt angeordnet. Sehr linker Analogstick. High Condition. Sonic Sega Masters Team 2, ja. Immer wieder schön, das Spiel zu sehen, wa? Also ich spiele das auch bis heute noch sehr gerne. Ja, ich spiele es auch sehr gerne, wenn es mich nicht gerade trollt. Ich glaube, du speedrunst das im Moment noch nicht so gerne. Aber wie gesagt, zur Not einfach erstmal so ein bisschen halt mal casual durchspielen, ohne Timer.
Ja, so dass du halt den Aufbau ganz gut kennst. Ach ja, und hi übrigens erstmal an Condition. Moin. Moin. Genau. Bleibt mir meine Höflichkeit. Bei dem Leben ärgert es mich immer, dass man da von oben nicht rankommt, dass man da halt die ganze Plattform lang rennen muss. Aber bei dem Wasserfall-Leben da. Okay, bei dem Sprung. Dieser Sprung beim ersten Wasserfall. Also wo man halt direkt drüber springt. Nein, nicht nein, er hat nicht reagiert. Ja, ich sehe es gerade. Oh Mann. Nee, und bei diesem ersten Sprung da habe ich selber immer so ein bisschen Angst, dass ich da reinfalle, weil das ist oft genug passiert. Ja. Genau das, was du jetzt eben. Du hast es nur demonstriert, richtig? Genau. Ich spiele es einmal pro Jahr, kenne es in- und auswendig, okay? Also, ich glaube, ich spiele jetzt einmal pro Woche, so durchschnittlich. Also im Moment tatsächlich wieder noch ein bisschen häufiger, weil ich es halt für unser ZFM eingereicht habe. Und dementsprechend natürlich auch ein bisschen in Übung bleiben will. Also ich speedrunne es dann halt direkt. Ja, und ich versuche immer noch im Mega Man 2.5D unter meine 1.10 zu kommen. Momentan ist mein Ziel. Eine Stunde 10, ne? Ja, ja, klar. 10 wäre, glaube ich, ein bisschen wenig. Ja. Buster Oli muss man sagen. Welche Kurs ist momentan bei 37 irgendwas? Allerdings nicht Buster Oli, sondern normal. Von daher finde ich meine Zeit gar nicht so schlecht. Ja. Auf jeden Fall. Also, ich denke mal, Buster Oli wird es auch als Kategorie geben. Noch nicht. Achso, ich hab's eingereicht. Ich hab's eingereicht. Okay. Somit bin ich momentan DR-Halter. Wie so oft bei so einigen Sachen. Ja, aber ich find's halt, 100. Ja, es ist halt nicht da. Es ist, aber wenn man bedenkt, wie viel Zeit man halt Buster Oli bei den einzelnen Bossen verlieren kann, ist das eigentlich keine schlechte Zeit, dass ich so gesehen nur 30 Minuten ungefähr hinter dran setze. Übrigens, warte mal ganz kurz. Das Ende des Levels, das sah eben schon sehr gut aus. Also wie du da über das letzte Wasser quasi rüber bist. Da habe ich nämlich selber immer mal Probleme. Wegen der blöden Strömung und ja, das finde ich halt selber immer ein bisschen ekelhaft. Da bin ich tatsächlich auch ein paar Mal schon gestorben. War Glück. Nee, das war Können. So, ganz einfach. Ich habe nicht aufgepasst und bin einfach in den Abgrund gelaufen. Sollte mir beim Marathon dann nicht passieren. Ah, okay. Ja. Wie hast du es da eben hochgeschafft, ohne den Ringcontainer zu benutzen? Wow. Weiß ich nicht. Ich hab eben kurz mal in den Chat geguckt und hab plötzlich gesehen, du bist da auf den oberen Plattformen und der Ringcontainer stand noch da. Ich hab den irgendwie übersprungen. Nicht. Nein! Warum? Wieso? Ah, ich kann's mir denken. Nee, doch. Ah, okay. Ah. Gut, eigentlich hättest du doch auf den Boden aufkommen müssen. Deswegen sag ich ja, wieso? Weil Baum. Genau. Das ist ärgerlich gewesen. Ich meine, gut, im Endeffekt war es ja so oder so nicht geplant, dass du da jetzt nochmal runterfällst, aber dass du dann halt auch wirklich stirbst. Was ist das für Können? Okay. Ach, das mit dem Ringcontainer. Warum bist du nicht gesprungen? Na, guck schon. Ah, okay. Die streamst du gerade? Nein. Nee, also Yuki streamt gerade. Also das weint, das bin ich. Ich streame. Ich teste gerade nur, ob ich ein paar Incentives zu 2.5D reinsetzen kann, zum Beispiel in Sepio oder in Black and White zu spielen. Ach, ich bin so, aber auch gleich wieder Game Over, also von daher, Nein, wir lassen. Oh wow, schön gerettet da eben noch. Wir lassen hier kein Game Over zu. So, ganz einfach. Okay, und das passiert halt, wenn man zu langsam ist bei einem Baumstamm oder zu langsam zum Baumstamm kommt, dann muss man halt auf den vierten noch auf und kurz warten. Ach, guck mal, wenn du den Boss jetzt noch besiegt kriegst, und ein Leben kannst du noch einsammeln, wenn du den besiegt kriegst, hast du schon mal die Hälfte geschafft.
Ja. Oh, hättest du da noch ein paar Punkte mehr gehabt, dann hättest du jetzt nochmal ein Leben bekommen. Ist vielleicht auch noch ganz interessant zu wissen, für jeweils 50.000 Punkte kriegt man auch noch ein Leben. Ich spiele jetzt Casual Safe. Ja, okay. Klar. Drei. Aber du bist wahrscheinlich schon wieder ein bisschen weiter. Gut oder wichtig zu wissen an der Stelle ist übrigens auch, selbst wenn die explodiert sind, wow, das war knapp, war noch knapper. Ja, ich weiß. Es war präziser. Selbst wenn die Dinger explodiert sind, diese Staubwolke kann einen halt auch noch treffen, beziehungsweise töten. Guck mal, du bist jetzt gerade mal, naja, 4,5 Minuten über meiner PB. Grad mal, er sagt grad mal. Oh, das ist jetzt nicht so viel. Und guck mal, du hast die Hälfte des Spiels durch und bist bei nicht mal 15 Minuten. Das heißt, wenn du so weitermachen würdest, rein theoretisch, würdest du bei unter 30 Minuten bleiben. Außer ich sterbe in den Stacheln, wie es mir jetzt gerade passiert. Ja, okay. Ja, ich weil ich natürlich denken. Wie immer diesen wunderschönen... Yuki schlägt wenig easy in einem Run. Ja, vor allem in den Toten. Wir machen einfach ein Race. Ja, dein Ziel ist es, Game Over zu gehen, mein Ziel ist es, durchzukommen. Mal sehen, wer dann schneller ist. Okay, das ist doch komisch. Oh. Hey, du hast meinen Trick angewendet. Cool. Und sogar erfolgreich. Sag du mal fest, wie dein Run eingereicht hat. Bin ich doch offen. Also von Yuki jetzt. Okay, den letzten Split muss ich noch umbenennen in RNG Wily. Der kann so viel Zeit kosten. Oh, okay. Ich hab's wieder nicht in der so RNG-lastig? Ja. Okay. Zumindest passt er only. Ich muss halt warten, bis er auf eine bestimmte Position ist, damit ich ihn treffen kann. Und wenn er diese nicht einnimmt, sondern nur die anderen Patterns macht die ganze Zeit, dann so. Ja, okay. Dann läuft die Zeit und man steht da. Ich komm nicht dran. Ja. Was machst du bei diesem Rollen immer falsch? Ich weiß es nicht. Ich mache alles falsch. Ach Mann. Ich mache alles falsch. Ja. Das ist mir aber auch oft genug passiert, dass ich da nochmal runterfalle. Dass ich dann da auch nicht hochkomme, so wie du jetzt eben. Oh! Okay, ich wollte gerade sagen, da ist noch eine Stahlkugel. Ich sehe das halt verzögert. Also für die Leute, die sich jetzt ein bisschen wundern, weil ich immer so spät darauf reagiere, was hier passiert, ich sehe es halt auch nur im Stream und damit verzögert. Ein bisschen. Was ich allerdings hoffe, ist, falls der Run mit oder durchkommt im Oktoberfest. Ich spiele das momentan mit dem Controller und Joy2Key, weil das Spiel an sich keine Controller-Unterstützung hat. Mhm. Im Moment hat das PC, den ich hier habe, das Problem gehabt, dass sich Joy2Key gern mal aufgehangen hat. Okay. Und das kommt dann während des Runs vielleicht nicht so gut. Ja, das wäre ein bisschen doof. Nur mit Tastatur spielt sich so komisch, weißt du? Ja, klar, ich kenne das. Also ich spiele mit Tastatur auch
sehr, sehr ungern. Also, na gut, muss ich auch gar nicht. Aber einen eigenen Controller dafür. Ich habe ja auch einen USB-Controller, aber trotzdem, es unterstützt das Spiel an sich das ja nicht. Ja. Deshalb muss ich halt Joystick benutzen. So, genau, erstmal ein bisschen warten auf der linken Seite, damit du von der Kugel nicht getroffen wirst. Also, wenn man wirklich versuchen will, hier ohne eine Luftblase einzusammeln durchzukommen, dann kann man sowas natürlich nicht machen. Logisch. Aber, ja. Ich kann mir das gerade nicht leisten, ich habe nur noch ein Leben. Ja, gut, stimmt auch, ja. Brauchst du aber auch den Container, glaube ich, kann ich einsammeln, theoretisch. Würde ja eh nichts bringen. Es sei denn, du kriegst noch ein Leben mit so. Hat der Ekelsprung? Also diese Stacheln da, ja gut, das ist ja jetzt schon wieder vorbei, weil der Sprung, das hatten wir ja vorhin schon mal erwähnt, der Sprung ist halt ekelhafter, als er aussieht. Skip geschafft, sehr schön. Ja, zumindest etwas. Eben. Erstellen einfach Yuki-Percent und schon hat Yuki Weltrekord? Okay. Hat Yuki Weltrekord, genau. Ähnliches Prinzip wie bei Xodo-Percent quasi. Das Spiel hat jetzt selbst ein Mitleid, so viel Mitleid mit mir, dass es mir Leben schenkt. Achso, du hast die 100.000 jetzt voll, glaube ich, ne? Die hat schon langklang heimlich eine bessere PB als Veni, rückt aber damit erst im ZFM raus. Ah, die tut nur so, um Veni auf der sicheren Seite zu wägen. Das kann natürlich auch sein. Nein, hat sie nicht. Ja, werden wir sehen. Also setzt sich da bloß nicht unter Druck. Wird Yugi das Spiel in unter 30 Minuten schaffen? Das sehen Sie in der nächsten Folge. Wow. Klingt, als wenn Yugi jetzt hier zwei Streams braucht dafür. Das bezweifle ich. Moment, das bezweifle ich dann dabei. Ich bin wieder da. Der Robotnik-Kampf, der sah gut aus. Ich meine, wenn man es so macht, ist er halt auch nicht, weiß ich, wie schwer oder so, aber immerhin. Ja, irgendwas muss ich ja können. Eben. Aber guck mal, jetzt kommt das schöne Level und die schöne Musik. Ja. Da hast du jetzt wieder bessere Laune. Da kriegst du sogar ein Leben. Das ist ein Glück. Ich muss aufhören, Ringe einzusammeln. Warum? Obwohl, ja, kostet natürlich ein bisschen Zeit. Ich weiß gar nicht, wie viele Ringe in dem Level hier sind, aber ich glaube, hier kannst du ein. Ich glaube doch nicht. Ich glaube, hier kannst du gar kein Leben kriegen. Mit Ringen. Das einzig Gute ist, hier kann ich keine Bonuszone mehr kriegen. Ja. Das stimmt natürlich. Also für die Leute, die das Spiel halt nicht kennen, ab hier braucht man sich jetzt keine Gedanken mehr machen um Ringe. Weil man eh keine. Weil es eh keine Bonusfeld mehr gibt. Wobei, man muss hier wirklich schon aktiv Ringe sammeln, um überhaupt auf 50 plus zu kommen. Davon mal abgesehen. Es sieht alles so einfach aus. ja, aber es ist tatsächlich gar nicht so einfach, wie es aussieht. Wollte ich gerade sagen. Jeder, der behauptet, das sieht einfach aus, der möchte bitte mir vormachen, was hieran einfach ist. Das Schlimme und dann sprechen ist ja, wir nochmal. So. Das Schlimme ist ja, ich habe jetzt bisher an keiner Stelle so wirklich diesen Gedanken gehabt, oh Mann, stellt die sich doof an oder so. Also nicht mal ansatzweise. Weil ich bin an im Grunde allen Stellen, an denen Yugi jetzt hier stirbt, bin ich halt selber schon gestorben. Teilweise nicht mal nur einmal oder so, sondern regelmäßig. Ich überlege jetzt gerade, obwohl mir das spart, glaube ich, nicht wirklich Zeit, ob man sich da von dem einen Gegner
während man halt in diesem Bereich hier läuft, ob man sich da schon treffen lassen sollte. Weil, also nur einmal treffen, damit die Ringe weg sind und dann hier vom nächsten Gegner treffen lassen, um dann zu sterben. Ah, siehste, da war es ja auch wichtig, dass du noch ein Leben hast. Den Tod. Dann habe ich jetzt nämlich gar nicht mehr gedacht. Nee, aber dann könnte man sich da nicht schneller umbringen, quasi. So, auch guck mal, das Level auch geschafft. Das nächste wirst du jetzt mit Sicherheit auch schaffen, solange du nicht in die Abgründe am Anfang reinspringst. Ja, aber es wird wieder nichts unter 25 Minuten werden. Ja, gut, aber... Das ist halt, wie ich dir schon mal gesagt habe, ich mache halt zu viele Dulli-Fehler, die nicht sein müssten und dadurch ruiniere ich mir immer alles. Hier brauchst du die Ringe übrigens nicht sammeln. Du kriegst damit kein Leben. Falls du das jetzt probierst, weil... Aber ich könnte bei den Punkten Leben kriegen, okay? Ja gut, okay, das stimmt. Da gebe ich dir recht. Nee, aber für die Leute, die es halt noch nicht wissen, in dem Level gibt es genau 99 Ringe. Ja. Und ich hatte in meinem Tutorial-Video, bin ich wirklich das ganze Level mal abgegangen, um das einerseits zu zeigen und andererseits wollte ich mal gucken, ob irgendwo vielleicht doch noch ein Ring versteckt ist. Es ist keiner. Also zumindest, weiß ich nicht. Ich habe das auch schon mal alles abgesucht, das sind 99. Mhm. Und ich bin sogar die Wände da teilweise abgegangen, um zu gucken, ob da vielleicht irgendein Geheimgang ist, den ich noch nicht kenne. Hätte mich aber gewundert, weil als Kind habe ich hier wirklich alles abgesucht. Und das einzige Leben, was ich als Kind nicht eingesammelt habe, ist das in 4-3, also bei dem Boss. Von der Labyrinth Zone. So, und hier gehen wir jetzt lieber ein bisschen langsam und gemächlich durch. Nein, ich mach das nicht mit Absicht, so spannend. Ich bin wirklich so dumm, okay? Ach, guck mal, du hast es zumindest mal ins letzte Level geschafft. Das ist ja auch nicht verkehrt. So einfach ist das Spiel denn auch nicht. Ich werde mich dann jetzt aber von euch verabschieden. Okay. Jo, alles klar. User disconnected from your channel. Oh, das ging jetzt sehr schnell. Ich mache immer den Fehler und gehe trotzdem immer nach oben lang, ne? Ja, mach ruhig. Also der obere Weg ist eigentlich der sichere. Nicht, wenn man ich ist. Na, ich kann's mir schon denken. Nein, ich bin noch nicht gestorben, aber ich habe nur Ringe. Da, ja, ich seh's. Ja gut, aber jetzt kommt halt auch nichts mehr, außer halt den Blitzen. Und wenn du vor denen jetzt im Moment getroffen wirst, ich glaube, dann ist die Gefahr, dass du im Abgrund landest, halt höher als die Gefahr, dass du an den Ringen stirbst. Okay, das war gerade richtig quasi knapp. Ah, da, ja, ich hab's gesehen. Okay. Eine zwar präzise. Das ist ja geschafft. Es wird wahrscheinlich nicht mal unter 30 Minuten diesmal was werden. Kannst du noch schaffen. Unter 30 Minuten, theoretisch zumindest. Wird ein bisschen knapp, aber du kannst es schaffen. Guck mal, da hast du nochmal ein Leben gekriegt jetzt. War ganz gut, dass du vorhin noch ein paar Ringe... Ja, das Leben hatte ich aber nicht lange. Oh. Kanone? Ja. Ah ja. Und ich bin tot. Ah. War nett mit euch, Leute. Ich bin tot. Und nein, wir machen keinen neuen Run. Es ist 1:30. Ah. Yuki ist frustriert. Ist ja schon 1:30. Ja. Mach es nicht so spannend zu spät, Kräuterblitz. Ich bekomme gleich eine Herzattacke. Aber guck mal, du hast es bis ins vorletzte Level geschafft. Ja, und habe trotzdem aber fast 30 Minuten. Ja, hatte ich damals auch. Ja, das ist aber nicht gut. Das ist keine Schande. Doch. Ja, es ist, also ich sag mal, wenn du jetzt das Spiel ein Jahr lang runnen würdest oder so,
dann wäre es keine gute Zeit. Da gebe ich dir recht. Aber, ich bin ein scheiß Perfektionist. Ich will sowas können, wenn ich sowas sehe. Ja, ist halt Übungssache. Guck mal, beim nächsten Mal verlierst du weniger Leben. Und dann beim nächsten Mal verlierst du noch weniger Leben. Außerdem bist du immer noch besser als die KI. Ja, das ist ja auch nicht schwer. Obwohl ab und zu bist du auch schon am ersten Gegner gestorben. Aber das ist mir auch schon passiert. Also keine Sorge. Hätte darauf locker eine Stunde. Ein. Prost. Unter 30. Siehst du bist doch bei unter 30 Minuten geblieben. Ja, ich bin unter 30 Minuten gestorben. Ja, du hast es halt nur nicht bis zum Endboss geschafft. Aber machen. Ja, du hättest. Also, das war ein Run, der so um die 30 Minuten lang gewesen wäre dann. Wenn du halt den beendet hättest. Ja, es ist aber halt nicht gut. Das ist nicht mal ansatzweise gut. Ja, noch nicht. Noch nicht. Aber wie gesagt, einfach dranbleiben, einfach ein bisschen üben. Ich habe damit halt auch ziemlich viele Probleme damit gehabt. Und irgendwann bin ich dann halt sicher durchgekommen durchs Spiel. Und irgendwann wurden meine Zeiten dann halt auch immer besser. Und Kräuterblitz schreibt auch gerade, Yugi, du bist gut. Also ich behaupte jetzt einfach mal, du bist im Spiel immer noch besser als 95% unserer Zuschauer es sein werden. In der nächsten Woche, so ganz einfach. In der nächsten Woche. Ja, ihr seht das jetzt als Aufforderung, ihr trainiert das jetzt alle und dann zeigt er mir, wie man es unter 25 Minuten macht. Genau. Und dann werde ich Depri und dann lege ich mich ins Bett und schwänze die ESA. Nein, vergiss es. Vergiss es. Ich hab doch eh nur 3 Commentaries oder so. Echt so wenig? Ja, ich hab diesmal nicht viel. Warum ich mach dafür so sehr viel Regie. So wenige? Ah ja, stimmt, du hast dafür Regie dabei. Das stimmt. Nee, weil also das Problem aufhören. War, ich hab mir halt gesagt, ich trag mich erst nach SGDQ für alles ein. Mhm. Das Problem da war aber, vor SGDQ war noch sehr viel leer. Nach SGDQ war fast alles voll. Ja, geht mir genauso. Und da dachte ich mir so, okay, ja, Pech gehabt, ne? Da war ich froh, dass ich wenigstens vorher noch reagiert hatte und mich vorher schon für Kingdom Hearts eingetragen habe. Mhm. Ne, ich mache das ja auch grundsätzlich so, dass ich die Runs, die ich unbedingt kommentieren will, also weiß ich, wenn da jetzt ein Sonic Generations dabei ist oder ein Thief beispielsweise auch, oder theoretisch Breath of Fire 2, da trage ich mich halt sofort ein und ja, dann gucke ich halt einmal pro Woche rein, wie viel jetzt gefüllt ist und dann gucke ich mal immer, was könnte ich jetzt noch kommentieren und so sammelt sich das halt so nach und nach an bei mir. Und diesmal war es halt so, ich habe mich vor der ESA für die Sachen eingetragen, die ich auf jeden Fall kommentieren möchte. Oder bei denen ich genau wusste, da wird sich eh keiner finden und ich kann die kommentieren, weil ich sie halt kenne oder teilweise schon mal selber kommentiert habe, sowas wie Sparkler zum Beispiel. Ja, und dann nach der ESA, nach dem SGQ wollte ich mich dann halt auch weiter eintragen. Ach, du spielst selber nochmal. Okay. Ich spiel gerade nur nebenbei weiter. Ja, klar, mach ruhig. Und nach dem SGQ wollte ich dann halt wieder anfangen, mich richtig einzutragen, so wie ich das sonst auch mache. Und da war plötzlich alles voll. Ja, und so ging es mir halt auch. Und ich dachte mir dann so, gut, okay, also ich werde jetzt nicht weiter da groß irgendwie mich rummachen deswegen. Dann mache ich lieber Regie und trage mir dann einfach dafür mehr Regie ein. Ja, klar, warum nicht? Weil, ich sag mal so, das nimmt Ziff halt auch ein bisschen Arbeit ab, weil er hatte ja irgendwie 2 Tage, wo er komplett nur als Regie drinne stand. Und da habe ich mir so gedacht, nö. Das ändern wir mal gleich und dann, ja. Hat das Spiel bei dir selber jetzt eben geleckt oder war das nur im Stream ganz kurz? Das kann sein, dass es im Stream war. Ah, okay. Ich habe auf einmal 17... Frames, die gedroppt wurden. Es kann sein, dass das im Spiel war, im Stream war. So viel habe ich, wenn ich den Vorspann quasi laufen lasse, da die Musik, da habe ich schon mehr Frames gedroppt. Ist bei mir ganz komisch. Also ich habe immer, am Ende des Run, des Streams sind es dann meistens nur 0,5% an gedroppten Frames, aber
Das bedeutet dann halt auch schon, dass es Framedrops im vierstelligen Bereich sind. Hm. Weiß halt bis heute auch nicht so gut, woran das liegt. Später erstmal die Konsole und das Game kaufen mit dem Run starten. Ja, warum nicht? Oh, sehr schön. Sehr schön. Das sah eben professionell aus. Oh, wow. Quickel. Hey, nicht schlecht. Ich weiß gerade nicht, wie ich es gemacht habe. Lass uns bitte weiter über die ESA reden. Okay, okay. wo waren wir? Achso, ja. Ich darf übrigens keine Regie mehr machen. Du darfst keine Regie mehr machen? Nee, naja, was heißt die? Also theoretisch schon. Das Komische ist nur, das war letztes Jahr beim ZFM besonders schlimm und vorher kam es halt auch schon ab und zu vor. Immer wenn ich Regie mache, passiert irgendwas. Also nichts, was jetzt meine Schuld ist oder so, sondern es passiert halt immer irgendwas. Und beim ZFM, was war denn da? Da war, ich glaube, irgendwas mit dem Sound. Ganz komisch. Und also der war... Ich weiß es nicht mehr, aber irgendein Problem trat da auf und New hatte sich das dann angeguckt und er wusste selber nicht, was das ist. Also da hat er Ewigkeiten gesessen. Er hat es, glaube ich, dann irgendwann gefixt bekommen, aber er hat halt eine ganze Weile dafür gebraucht. Wow, das war ein Riskant. Und ja, und seitdem heißt es halt immer dann, wenn ich Regie mache, muss New ja eh aufbleiben und daneben sitzen, falls irgendwas sein sollte. Falls er irgendwas reparieren muss. Genau, weil er kennt sich da ja deutlich besser aus als ich. Im Zweifelsfall. Ja, und da kann er auch gleich selber Regie machen, so ungefähr. Aber wie gesagt, das ist halt nichts, was ich selber verursacht habe dann in dem Moment. Sondern... Ja, ist halt ganz komisch irgendwie. Ja, aber das war doch auch schon okay. Das ist halt manchmal einfach so. Ich meine, wo ich damals Webmaster von Kingdom Hearts EU wurde, habe ich es geschafft, innerhalb meiner ersten Woche als Webmaster die Seite zu crashen. Oh, cool. Einfach nur, weil ich eine neue Artikelpage online stellen wollte. Ich wollte einfach nur den Status von offline auf online ändern. Und ich habe es geschafft. Wir hatten damals noch Redaxo als Content-Management-System. Redaxo läuft rein über SQL. Und jedenfalls, ich habe es geschafft. Ich habe es geschafft, dass Redaxo fast down gegangen wäre. Also es war mit meiner Eingabe, weil die Page bei mir einfach nicht schnell genug geladen hat, okay, war es überfordert gewesen. Weil Redaxo hatte die Eingabe an sich sozusagen schon akzeptiert gehabt, aber das Signal, dass es halt akzeptiert wurde, kam bei mir noch nicht an. Ach so. Und dementsprechend habe ich immer wieder auf Akzeptieren gedrückt und habe dann irgendwann damit Redaxo so aus dem Konzept gebracht, dass Redaxo sich gedacht hat: Nein! Fick dich! Nein! Okay. Ja, und sag das war. Schönen Abend noch. Entschuldigung. Aber vorher weg, das wollte ich noch verabschieden. Ja, das ist okay. Ja, und das war dann halt so, ja, Geschichten eines Webmasters. Ja, aber bei dir kann man dann ja sagen, in gewisser Weise ist es ja deine Schuld gewesen, weil du halt so oft drauf gedrückt hast. Ja. Und das ist halt bei mir das Problem. Ich mache ja nichts falsch. Ich habe ja nichts falsch gemacht bei dem ZFM zum Beispiel. Ich habe halt ganz normal Streamtitel geändert und so, solche Sachen. Das, was man macht in der Regie. Und ja, plötzlich hat irgendwas nicht funktioniert. Und New hat ja auch zuerst gefragt, was hast du da gemacht? Ich habe gleich gesagt, ich habe genau das gemacht, was sonst auch gemacht wird. Und plötzlich hat es halt nicht mehr funktioniert. Es sind Probleme aufgetreten. Und er hatte dann hinterher auch gesagt, also, das war halt Zufall, dass es genau in meiner Regieschicht aufgetreten ist. Ja. Weil ich glaube, beim ZFM ist dann irgendwann nochmal was in meiner Regieschicht passiert. Eni macht nie was falsch, genau. Nee, das will ich jetzt damit auch nicht sagen. Aber in dem Fall, ja, war es halt einfach so. Das ist halt zufällig in meiner Regieschicht passiert. Und dann beim ZFM ist dann, glaube ich, noch irgendwas anderes auch in meiner Regieschicht passiert. Und vorher war halt schon beim, ich glaube bei der ESA war es.
Da war halt auch irgendwas in meiner Regie-Schicht. Aber da kann es sein, dass ich da tatsächlich was falsch gemacht habe. Ich glaube, irgendwie an einer von den Sachen bin ich selber tatsächlich schuld gewesen. Da hatte ich, glaube ich, irgendwas verschoben so komisch und habe das nicht mehr ordentlich hingekriegt oder so. Also ich habe, wenn ich Regie habe, ich fasse eigentlich nichts an, außer dass ich das Textfeld verändere, was ich verändern muss. Und ja, ich twittere. Ich twittere immer lustige japanische Emojis. Weil Newbie twittert ja immer Katzenbilder, Dori hat sich angewöhnt, sie twittert immer Hundebilder und ich twittere immer japanische Emojis. Okay. Also sprich, wenn ihr Ankündigungstweets von German seht mit lustigen japanischen Emojis, die sind von mir. Die Katzenbilder sind von New und die Hundebilder sind von Doro. Und Penisbilder sind von mir. Ach nee, ich twitter ja gar nicht. Ist vielleicht auch ganz gut so. Ja, du darfst ja auch keine Regie mehr machen, deswegen twitterst du ja nicht mehr. Ah ja, stimmt. Ja, also wie gesagt, wenn ich jetzt sagen würde, ja, ich will mal wieder Regie machen, dann wäre es, glaube ich, kein Problem. Aber ich weiß ganz genau, dass das von You dann irgendein blöder Spruch kommt. Übrigens, die etwas, ja, du machst es gerade, die etwas sicherere Variante an der, also bei diesem Wasserfall ist halt wirklich die Baumstämme doch noch zu benutzen. Obwohl man es bei den ersten beiden halt nicht machen muss. Man muss es nicht machen, ich tue es. Ja, ja, eben. Nein, er ist da nicht gesprungen. Oh, scheiße. Ich bin so gut durchgekommen gerade. Also für meine Verhältnisse gut. Ja, ich hab's gerade gesehen. Moment. Achso, ja, Ini, das... Oh Gott. Das Thema hatten wir vorhin schon. Ich muss vorhin tatsächlich erstmal nachfragen, wer das ist. Ich wusste es tatsächlich nicht. Um wen geht es? Hier um den Chester Bennington. Ach so. Der ist doch gestorben. Also, so wie es aussieht zumindest. Ja, meine Mom wird das hart treffen. Ach so, ist sie so ein Linkin Park-Fan? Ja. Von den alten Alben halt. Also sie hat halt Meteora von mir damals gekriegt. Oder beziehungsweise, was heißt gekriegt? Sie hat es mir abgezogen. Okay. Und, wow. Deine Mom wird immer cooler. Jetzt zieht die schon Leute ab. Meine Mom ist cool. Das muss man ja echt mal lassen, ja? Meine Mom ist Gamer. Meine Mom guckt mit mir Animes. Okay. Solange es keine Hentai sind, das wird dann ein bisschen komisch. Nö, nö. Meine Mom liebt unter anderem Black Butler. Attack on Titan haben wir noch nicht geguckt, steht aber auf der Watchlist. Okay. Und was wir jetzt als letztes geschaut haben, ah verdammt, war Gundam 00, also Gundam 00. Na, okay. Deine Mom ist cooler als ich. Wow. Ja, ich weiß, es ist nicht schwer. Klar. Aber der Tod war eben ein bisschen schade. Ja. Du kommst jetzt, guck mal, du kommst jetzt schon deutlich besser durch. Vielleicht auch, weil du dich jetzt nicht zu sehr auf den Run konzentrierst, sondern... Ja, es kann auch sein. ...ein bisschen zwangloser spielst. Das ist ja grundsätzlich sowas, was ich bei Speedruns auch gerne mal empfehle, dass man halt... Ich empfehle es eigentlich gar nicht so oft. Aber dass man halt sich jetzt nicht zu sehr unter Druck setzen sollte. Wow. Das bei den Baumstämmen, das sah interessant aus. War auf 3 Konzerten einmal getroffen. Bei einem MNG. MNG, keine Ahnung. Hab das Logo von Hybrid Theory in der Schulter tätowiert, okay. Ich bin gerade etwas geflasht. Ja, ich denke mal, das wird meine Mom morgen auch treffen. Also wir haben ja normalerweise immer Wochenende Familienkaffee, aber dadurch, dass mein Stiefpapa, der hat das Wochenende jetzt Spätdienst. Und Mama und ich, wir haben halt gesagt, okay, wir machen halt mit meinem Stiefbruder, machen wir dann Samstag was zusammen. Und wir machen morgen halt mal Mädchentag. Also sprich, dadurch, dass er jetzt die ESA ist, also die ISA,
haben wir jetzt gesagt, wir wollen Freitag mal in Ruhe zusammen Kaffee trinken und wollen mal ein bisschen mal so unser Ding mal machen. Ja, ja, klar. Warum nicht? Ja. Ja, aber ich überlege gerade, also es gibt tatsächlich auch so ein paar Tode, die mich selber dann wirklich ein bisschen treffen würden. Und deswegen kann ich es schon irgendwo nachvollziehen. Also Linkin Park, ich bin jetzt selber nie in irgendeinem Linkin Park-Fan gewesen oder so, nicht mal ansatzweise. Mir war die Musik, also ich habe die auch nicht gehasst oder so, aber mir war die Musik halt immer ziemlich egal. Ich habe gerade die Sprungtaste gemasht und habe im Hintergrund noch den Sprungsound gehört, gerade von Sonic. Ja, das kommt ab und zu, wenn du ein Level beendet hast und dann die Sprungtaste mashst. Das erwähne ich in meinen Streams auch öfter mal. Oh, Sonic springt wieder. Denen ist scheißegal einstellen. Nee. Wie gesagt, ich kann es nachvollziehen. Also wenn jetzt, was wäre das äquivalenteste Vergleichsbeispiel? Robert Smith, wenn der jetzt sterben würde, wäre ich auch traurig. Also hier der The Cure-Sänger. Bin halt großer The Cure-Fan. Und der Tod würde mich dann zum Beispiel auch treffen. Oder weiß ich, keine Ahnung, Bret Hart zum Beispiel, wäre früher großer Bret Hart-Fan gewesen. Als ich noch Wrestling geguckt habe. Wäre halt auch schade drum. Mal als Beispiel. Der fällt mir noch ein. Charlie Chaplin. Ah ne, der ist ja tot. Ja, verdammt. Ah, ich hab den wieder nicht hingekriegt. Ich krieg den ersten hier in dem Level immer nicht hin. Ja, der erste ist auch der schwerere. Was ich dir als Tipp geben kann, oben gegen diese Decke da springen. Bisschen, weil damit lässt sich das leichter kontrollieren, als wenn du da auf dem Boden langrennst und dann halt anhalten musst. Durch dieses gegen die Decke springen kannst du halt ein bisschen präziser da landen quasi. Und ja, ich weiß, ich hätte da jetzt nicht warten müssen, ich hätte das auch so geschafft, aber ich wollte auf Nummer sicher gehen. Ja, klar, warum nicht? Ist ja jetzt auch kein Speedrun, hast ja keinen Timer laufen. Ja, obwohl es jetzt mal ganz gut läuft. Ey, du kannst es ja notfalls hinterher noch nachtimen. So ist es nicht. Also, wenn du der Meinung bist, ja, das war jetzt eigentlich ja, gar ich kein so schlechter. Ja, ich nehme es aber nebenbei ja nicht auf. Ja, aber es wird ja gestreamt. Kannst ja dann von German runterladen und dann, ja, timen halt. The Cure ist legendär, ja. Wobei dieses, Chaos Kitty, weil Chaos Kitty jetzt gerade Grufti auch mit dazu schreibt, ich mag es halt nicht, dass The Cure immer so als Grufti-Band angesehen wird. Oh, das ist mir tatsächlich auch schon passiert in den Stacheln da. Weil The Cure, die haben halt so viele verschiedene Musikarten, die können ja Pop machen, die können Jazz machen sogar, das haben sie auch schon bewiesen. Dann halt Gothic, sogar ein bisschen was Punkigeres. Und die dann halt wirklich nur auf diesen Gothic-Aspekt zu beschränken, finde ich immer ein bisschen schade. Auch wenn natürlich gerade die Alben, also Pornography, Faith, Disintegration und Bloodflowers ist jetzt nicht so bekannt von denen, aber Luft! Die bekanntesten sind halt so eine eher düsteren Alben. Luft! Ja, ich kenne das. Kam noch eine? Sehr schön. Ja! Aber die Null hat schon mehr als geblinkt. Ja, ja, ich sehe es gerade, ja, okay. Gut, aber ein bisschen Zeit hat es noch. Aber deswegen empfehle ich da halt, wenn es wirklich knapp ist, dann sich halt immer duken, weil man die Luftblase dann ein ganz kleines bisschen früher einsammelt. Und ich hatte das gestern war das in einem Run. Da hatte ich das nämlich, dass die Zeit so knapp war, dass ich wahrscheinlich gestorben wäre, wenn ich mich nicht gedukt hätte. The Cure und Sisters of Mercy werden immer dazu gerechnet. Irgendwann in der Szene so eingebrannt. Ja, eben. Das ist es ja. Weil es halt so deren bekanntester Alben, beziehungsweise, deren bekanntester Stil ist. Aber ich find's halt schade. Also bei Sisters of Mercy stecke ich selber jetzt nicht wirklich drin. Da kann ich es jetzt nicht beurteilen. Aber. Wasserlevel hasse ich, ja. Yep. Ich glaube, es gibt niemanden, also es gibt keinen Sonic-Spieler, der die Unterwasserlevel mag. Ja. Yep. Oder der kein Kindheitstrauma von diesem. Ja. Vor allem hier geht das ja noch. In Sonic 2 ist das richtig schlimm. In der Aqua-Welt.
Ja. In der zweiten Stage von der Aquawelt, die ist richtig mies. Oh, ach, du hast 11 Leben. Cool, also da werden jetzt natürlich nur 9 angezeigt. Hier gibt's halt, also im eigentlichen Spiel gibt's halt immer nur maximal 9 Leben, die angezeigt werden. Aber zwischen den Leveln in diesem Bildschirm, da sieht man halt immer, wie viele Leben man tatsächlich hat. Ich glaube, zwischen den Leveln, die Anzeige geht aber nur bis 99. Aber ich weiß gar nicht, kann man überhaupt 99 Leben kriegen? Außer ich jetzt, glaube nicht. Außer jetzt durch irgendwelche Cheats. Ich glaube, so. 99 ist einfach nur die Zahl, die sie als Platzhalter eingesetzt haben. Mhm. Weil, Nein! Oh. Ich ahne es. Ah, 99 ist einfach nur die Zahl, die sie als Platzhalter dort haben, weil sie ja eine zweistellige Zahl sozusagen sowieso drinne haben. Und weil die 9 das höchste der zweistelligen Zahl ist, haben sie dann 99 als Maximum drinne. Dann kann es aber sein, dass nicht 99 das Maximum ist, sondern 63. Wegen, wegen den Hexadezimaldingern. Also. Ich, waste jetzt eine Phase, aber ich... Ah ja, ich sehe es gerade. achtmal muss man ihn treffen. Also bis auf den letzten, den muss man 12-mal insgesamt treffen. Gut, und den vorletzten, den muss man gar nicht treffen. Der haut ja nur ab. Okay, jetzt trollt es mich. Oh, ja, ich sehe es gerade. Ja, gut. Du hast immer noch genug Leben, also nicht unter Druck setzen. Genau, Merde. Ach mal, morgen ist er immer noch da. Oh mein Gott, er sieht die ganze Zeit das, die Fehlerei, ey. Das ist so peinlich. Oh Mann, ach wart. Morgen weiß ja, also glaube ich zumindest, dass er weiß, dass du das gerade... Naja, wirklich anfangen ist es ja nicht, du spielst es ja schon ziemlich lange, das Spiel. Das ist halt so Speedrun-technisch für dich jetzt noch dein Einstieg ist, mehr oder weniger. New Order Blue Monday, ja, das Lied mochte ich. Das Lied mochte ich. Aber auch so ein paar, weiß ich, Bryan Adams Sachen zum Beispiel, also Songs. Oh, ich fang gleich an mit Wein. Ah, ich hab's gerade gesehen, ja. Ich dachte jetzt, du wurdest von einem der Dinger erwischt, aber... Ah. Warum? Warum funktioniert der jetzt gerade nicht, ey? Ganz gut. Noch hast du 8 Leben, also. Vorhin hast du es mit einem Leben oder mit 2 Leben bis ins vorletzte Level geschafft. Also bis ins letzte reguläre Level. Ich rage quitte gleich. Ich hab keinen Bock mehr. Wir sollten nicht mehr über einen Run reden, dann klappt das irgendwie besser. ja. Blue Monday hatten wir, andere? Obwohl, nee, über Tode wollen wir glaube ich auch nicht unbedingt reden, die ganze Zeit. Vielleicht auch ein bisschen doof. Ja, vor allem, wenn man bedenkt, dass ich eigentlich über solche Themen lieber vermeiden sollte. Achso, okay. Nee, dann lassen wir das Thema auch grundsätzlich. Kommt nicht so gut bei meinem Hintergrund. Ja, okay. Na, dann lassen wir es sowieso. Du schaffst das, ja. Nein, tu ich nicht. Ist schon wieder gestorben? Ja. Oh ja, ich hab's nicht. Gut, ich muss dazu sagen, die Hitboxen von den Raketen sind tatsächlich ein bisschen komisch. Also die sind ein bisschen größer als die Raketen selber. Ich meine, manche Tode verstehe ich. Bei manchen Toten, da bin ich selber dran schuld und da stelle ich mich auch einfach doof an. Hm? Ja, aber manche Tode, die kann ich nicht nachvollziehen. Ja, der mit der Rakete halt eben. Der ist halt ein bisschen ärgerlich gewesen, weil halt die Hitbox... Also laut Hitbox hättest du eigentlich nicht getroffen werden dürfen. Also zumindest noch nicht. Kann sein, dass er dich trotzdem noch irgendwie erwischt hätte.
Also das hat jetzt eigentlich schon wieder den ganzen Run versaut, kann man sagen. Ja gut, aber ist ja kein Run. Ja, aber trotzdem, man hätte es ja als Run nachreichen können, wenn es gut geworden wäre. Ja, aber ich habe so das Gefühl, dass das trotzdem noch ein ordentlicher Run wird. Vielleicht sogar unter 30 Minuten immer noch. Und ja, kannst du ja dann hinterher mal gucken. Ja, ich komme ja eh nicht an die Daten ran. Naja doch, du kannst ja das VOD angucken. Notfalls kannst du ja das VOD abspielen und das dann halt aufnehmen. Und dann daneben noch irgendwie einen Timer laufen lassen. Oh, geht alles irgendwie. Kringels Fusion nutzen wir. Hier bin ich gerade zu spät gesprungen. Da hat man so das beste Beispiel dafür gesehen, wie man am besten in Feuer springt. Ja, ich sehe es gerade. Mir passiert jetzt öfter mal, dass ich eigentlich rechtzeitig springe, weil dass ich dann so ganz komisch an der Kante da so lang roll. Also dass ich ja, die Decke erreiche, bevor die noch ein bisschen höher wird, also vor dem Abschnitt mit dem Flammenwerfer. Genau. Und dass ich dann aber so ganz komisch nach oben an die obere Decke ranglitsche, quasi. Sieht mal ein bisschen seltsam aus. Oh, ist das ehrlich. Und ja, der ist gratis. Aber denkt dran, ne, wegen Emulatoren, die Rechtslage ist aber ein bisschen kompliziert. Also nichts hier mit, weiß ich, nach 24 Stunden muss das gelöscht werden oder so. Du darfst halt keine ROMs runterladen, sondern Sitzen an sich reicht übrigens auch nicht. Sondern du musst die Kopie dann tatsächlich auch selber angefertigt haben. Und wenn die Kopierschutz hatte, dann darfst du keine Kopie davon erstellen. Habe ich mal die Rechtslage davon geklärt. Aber wir wollen jetzt hier bitte auch nicht über ROMs oder ähnliches diskutieren, weil... Ja. Ist halt immer ein schwieriges Thema und ja, der ein oder andere, der könnte dann Anstoß daran finden. Genau. Und das wollen wir nicht. Also deswegen versuchen wir solche Diskussionen generell zu vermeiden. Wir haben jetzt dadurch, dass sich das Master-System generell sehr schwierig abcapturen lässt, greifen wir jetzt zu Trainingszwecken auf den Emulator zurück. Wie viele unterschiedliche Spiele Speedrun die eigentlich? Du jetzt? Naja, Sonic halt, ne? Ja, momentan. Ich habe halt mal versucht, Twilight Princess zu lernen, aber... Ich bin halt, glaube ich, einfach zu grob motorisch. Ich meine, okay. Mir ist beim Back in Time zweimal die Konsole komplett gehardlockt, also, Wow. Ja. Deswegen sage ich ja, also ich bin, glaube ich, ein bisschen zu grob motorisch, was das betrifft. Moment, ich hoffe mal, dass das ein Scherz ist Unyu. Oder Speedrun Run, der jetzt wirklich ins kommt. Hat mir keinen Bock, dass der mir da... Nee, doch nicht. Okay, wunderbar. Nee, also ich selber Speedrun insgesamt 5 Spiele. Einmal natürlich Sonic, also das, was wir hier sehen. Irgendwie erwischst du immer den Schalter da vor der Tür, ne? Ja, irgendwie schon. dann Resident Evil HD Remaster. Also die beiden zeige ich auch selber im Stream im Moment immer wieder, weil ich die fürs ZFM eingereicht habe und dementsprechend natürlich auch in Übung kommen will oder Übung behalten will. Ja, man, Schluck auf. Ja, dann Last Dream, das wird wahrscheinlich keiner kennen, das ist halt ein RPG-Maker-Spiel. Da bin ich sogar Weltrekordhalter. Gibt es nur dich als Warner? Da legen wir jetzt den Mantel des Schweigens drüber. Ich möchte über dieses Spiel und über die Konkurrenz nicht weiter reden. Die sind okay. Nicht existent. Nein, Quatsch. Nee, es gibt tatsächlich keinen, der das runnt. Wobei der Run an sich gar nicht so schwer ist. Das Problem ist halt die Vorbereitung auf den Run. Da steckt man hunderte Stunden rein. Und das meine ich wortwörtlich. Und das wird sich wahrscheinlich keiner antun. dann, ja, James Bond 2. Wie gesagt, stell dich vor diesem Viech.
stelle ich da einfach auf die, ja, ganz rechts auf die... Ja, ich hab's gerade gesehen. Oh. Aber meistens sterbe ich tatsächlich auch in dem Bereich da irgendwo. ja, James Bond 2. Steht war nicht halt. Da war ich mal Weltrekordhalter. Das MagiQ, da hab ich's erwähnt. Und plötzlich bin ich auf Platz 5 abgerutscht. Mittlerweile aber wieder Platz 3, immerhin. Und was fand ich noch? Das fünfte Spiel gab nicht ein. Ach, Breath of Fire 2, das beste Spiel aller Zeiten. Das hätte ich jetzt beinahe vergessen. Das ist, ja. Ich würde es nicht unbedingt empfehlen, den Run zu machen, gerade so als Speedrun-Einsteiger, weil der ist ein bisschen länger. Meine PB liegt bei 9 Stunden 4 Minuten. Meine Stimme lässt gerade nach. Moment. Meine Stimme lässt die ganze Zeit schon nach. So. Okay. Aber ich weine auch regelmäßig hier. Fünf Leben hast du jetzt noch, das wird auch was. Wir glauben alle an dich. Text-RPG, wo es noch keinen Weltrekord gibt. Ah, okay. Oh, klar. Und was ich dann empfehlen würde, weil ich habe es ja bei James Bond damals erlebt, was ich empfehlen würde, ich würde versuchen, da irgendwie eine kleine Speedrun-Community aufzubauen, weil wenn man da wirklich allein da rumhockt, ist so ein Weltrekord meiner Meinung nach nicht wirklich was wert. Nein! Da kann man ja jede Zeit anbrechen. Oh, ja, ich hab's gerade gesehen, warum du Nein gesagt hast, aber. Ist ja nichts passiert. Außer, dass du ein bisschen Zeit verloren hast. Du machst das schon, Chaka. Genau. So, und wenn du jetzt den Boss besiegt hast, dann hast du im Grunde schon mal einen ganz soliden Run. Den Anfang. Ja, und ich bin wieder an der Kante hängen geblieben. Deswegen spiele ich halt mit Game Over. Nein, nicht Game Over, aber. Ich wollte gerade sagen. Also Game Over, das wäre jetzt sehr schnell gegangen. Ich hoffe, hier in der Community noch Leute zu finden, die Sanctuary RPG normal Mode Any% wäre. Also, der Name sagt mir sogar was. Sanctuary RPG. Und Pflegen Game Over. Aber was ich schon mal sagen kann, deine Taktik bei dem Boss ist schneller als meine Taktik, die ich früher benutzt habe. Wie meine Taktik? Weil du triffst ihn, ganz am Anfang triffst du ihn ja zweimal. Oh. Und in den nächsten Phasen triffst du ihn halt auch immer zweimal. Da habe ich halt immer nur einmal getroffen. Mir ist zu unsicher war. Ja, das ist halt auch an sich sehr unsicher, weil man muss halt in dem Moment wirklich schon losgerannt sein, wo der Strahl halt aufhört. Und das ist halt, wie man sieht, nicht so. Man kann halt sehr oft dabei drauf gehen. Ja, weil ansonsten schafft man halt den zweiten Sprung nicht und das ist das Problem. Ich weiß auch gerade nicht, warum Sonic eben immer zu gerollt ist, obwohl ich eigentlich zur Seite gedrückt habe, dass er nicht, also dass er rennt und nicht rollt. Ja, ich sehe es gerade. Oh scheiße, es war zu früh. Ah ja, ich hab's gesehen. Nicht, dass du jetzt hier doch noch Game Over gehst. Ich komme halt immer nicht rein. Ich versuche da immer mal reinzukommen, aber ich schaff das ja, immer nicht. Ich würde es gar nicht probieren. Das kannst du dann irgendwann später mal probieren. Am besten dann Scheiße, halt direkt davor irgendwie ein Safe State. Nee, machen. Dann ist es wieder ungültig. Wenn ich's noch nein, nachreichen ich mein, würde. Nein, ich meine nicht jetzt. Ich meinte halt generell irgendwie beim Üben mal. Thank you.
Nein, er hat mich getroffen. Ich bin tot. Ah, oh Mann, schade. So, aus, ja, Schluss, weg, geht ins Bett, ihr alle. Schade eigentlich. Aber du kannst ja trotzdem mal gucken, wie viel Zeit das jetzt gewesen ist, oder was für eine Zeit das jetzt gewesen ist. Naja, wenn das VOD hochgeladen ist, dann kann ich das mal nachgucken. Mhm. Ja, oder du guckst halt einfach hier im VOD, du kannst ja gucken, wann der Run angefangen hat von der Zeit und wann der dann... Naja, das VOD muss ja erst gehighlightet werden. Dann muss es ja nicht unbedingt. Der doch, woher sehe ich das doch nicht? Doch, der Past Broadcast ist doch da schon. Da kannst du auch reingucken. Der wird mir aber nicht angezeigt. Na gut, der ist jetzt glaube ich noch nicht, aber sobald du dann den Stream beendest, dann dürfte er ja kurz danach da sein. Also es war bei mir die letzten paar Male jetzt nicht so gewesen. Okay, komisch. Und Union, nein, ganz bestimmt nicht. Ich werde jetzt keinen Breath of Fire Run zeigen. Unju, es ist spät, wir gehen jetzt alle ins Bett, weil wir sind brave Menschen. Wir haben einen gesunden Schlafrhythmus. Nein, haben wir nicht, davon mal abgesehen. aber spätestens nächste Woche haben wir eh keinen gesunden Schlafrhythmus mehr, davon mal abgesehen. Ja, deswegen spiele ich jetzt auch noch eine Runde Persona 4. Quatsch, okay. Persona 5. Na, no. Aber guck mal, Condition sagt auch, dass es trotzdem cool gewesen ist. Oh, ihr seht gerade, was ich in meinem Browser im Hintergrund mache. Oh, ihr seht Streamception. Nein, okay, gut, ich darf den Stream nicht zeigen. Guckt euch meinen wunderschönen Cursor an. Oh ja, wunderschön. Warte, ich packe ihn aufs Rosa, dann sieht man ihn besser. Oder aufs Blau. Kannst du mal aufhören, die Demo hier abzuspielen? Sonst sieht man den Cursor nicht. Da. Ein wunderschönes Keyblade. Ein Stream von einem Stream, genau. Hi Chaos One. Ich glaube, du hattest es noch nicht geschrieben, oder? Also falls ja, dann trotzdem hi. Genau. Es ist jetzt 1 Uhr nachts und wir haben lange genug gemacht. Und jo. Ja. Aber ein bisschen was hast du trotzdem gelernt, glaube ich, ne? Ja, ich habe das ganz, ganz viele neue Methoden gesehen, wie man am besten in Sonic sterben kann. Ja, immerhin. Genau diese Methoden vermeidest du beim nächsten Mal. Jetzt kennst du sie. Ein Blick hinter den Kulissen, ja? Es wird noch ein langer Weg bis zum ZFM. Oh. Vielleicht sollte ich doch eher nächstes Jahr anpacken. Guck mal, Rice war hat nach einem halben Jahr eine PB aufgestellt, die halt besser ist als meine. Das heißt, in weiß ich wie lange ist es jetzt noch? Wir haben jetzt Juli, August, September, Oktober, ja 3 Monate. Ja, sagen, aber nach ESA ist die letzte. Nach ESA haben wir nur noch 48 Stunden Submission-Phase, während ESA kann ich nicht trainieren. Ja, gut, okay. Ich meine, zur Not kannst du es ja schon mal submitten und im Zweifelsfall sagst du es dann ab. Dann fällt ja nicht der ganze Run raus, sondern dann wird aus dem Race halt ein ganz normaler Run. So ist es ja nicht. Und das ja, aber jetzt trotzdem nicht so halt schade drum. Ja, na ne, klar. Klar, Race ist irgendwo immer ein bisschen interessanter und spannender. Ich denke da gerade an das DuckTales Remastered Race beim AGDQ. Eine Sekunde auseinander, die beiden. Boah. Das war ein geiles Race. Das war richtig geil. Nee, aber... Ja, kannst es ja submitten und... Wenn du dann nicht so weit bist, oder wenn du dann nicht bereit bist dafür zum ZFM, ne, dann ist es halt nicht so. Dann machen wir einen normalen Run raus. Also ich habe meinen ja auf alle Fälle submitted. Dadurch, dass ich ja mitentscheide, steigt die Chance, dass ich den Run auch zeigen kann. Zumal Rice ja auch mitentscheidet und er will den ja auf alle Fälle auch dabei haben. Also 2 Stimmen haben wir schon mal von 5. Naja. Gut, aber dir gehört das letzte. Vini? Hallo? Jetzt höre ich dich wieder. Ah, okay. Ich glaube, das war mein Daily Disconnect gerade. Kommt von der Zeit her auch, und ich musste mal irgendwie umstellen. Okay. Seitdem im Internet ist der irgendwie auf 1 Uhr. Und, jo, ja. Es ist 1 Uhr. Ich hatte gesagt, kann hinkommen. Ich hatte nur gesagt, dir gehört das letzte Wort. Ja, also wie gesagt, es ist 1 Uhr nachts. Macht euch alle ins Bett. Es ist immerhin noch nicht Wochenende. Offiziell. Für mich schon. Ja. Schlaft alle gut.
Träumt was Schönes. Vielen Dank auf jeden Fall, dass ihr mit dabei wart. Auch an dich, Veni, dass du mich ausgehalten hast. Mein Geweine. Oh, was? Ach, Quatsch. Ich kenn Schlimmeres. Ja. Guck dir an, ja, ganz wichtig. Hände über der Bettdecke lassen. Ja. Achso, nee, das war... Oh, egal. Auf jeden Fall, wie gesagt, euch allen eine gute Nacht und vielleicht sehen wir uns ja nach der ESA nochmal wieder mit einer weiteren Trainingsrunde. Ich will mich. Was? Nein, Quatsch. Alles klar. Venis okay. Innere Stimme hat gesprochen. Genau. Gut. Dann auf Wiedersehen. Ciao, ciao.